Mitsuru Sasaki, ein erfahrener japanischer Koch mit einem Geschmack so scharf wie eine mythologische Giraffe, besitzt die erstaunliche Fähigkeit, Aromen mühelos zu behalten und zu reproduzieren. Eines Tages wenden sich ein bettlägeriger Mann und seine Frau an ihn für eine letzte Mahlzeit für den sterbenden Mann. Sasaki kommt mit einem Tisch voller Zutaten und Utensilien im Krankenhaus an. Das gewünschte Gericht ist ein einfacher gebratener Reis mit Omelette, das jedoch dem entsprechen muss, das das Paar in ihrer Jugend genossen hat. Während Sasaki geschickt seine Messer handhabt, erfüllt ein vertrauter Duft den Raum und versetzt das Paar zurück in die Morgen ihrer Jugend. Berührt von der punktgenauen Nachbildung kosten sie schließlich das Gericht, überwältigt von Emotionen, während Erinnerungen hereinströmen. Nachdem sie jeden Bissen genossen haben, erklärt der Mann es zu seiner letzten Mahlzeit und drängt seine Frau, den Koch zu belohnen. Obwohl Sasaki gedankt wird, bleibt er stoisch und wird mehr vom Aussicht auf die 1 Million Yen angetrieben, die er erhalten wird, um das Gericht anderswo nachzukutschen. In der Zwischenzeit trauert Sasakis enger Freund Ken bei der Beerdigung des Direktors des Kinderheims, in dem sie aufgewachsen sind. Trotz ihrer gemeinsamen Kindheit weigert sich Sasaki teilzunehmen. Ein Rückblick zeigt, dass der Direktor ihre Ambitionen nie unterstützt hat, was dazu führte, dass Ken und Sasaki während ihrer Teenagerjahre aus dem Kinderheim flohen. Ken bleibt in Kontakt mit dem Direktor, aber Sasaki, sich unwürdig fühlend, meidet die Beerdigung. Trotz wiederholter Anrufe von Ken legt Sasaki auf, ohne zu wissen, dass es der letzte Wunsch des Direktors war, ihn als Sohn zu sehen. Wir erfahren, dass Sasakis Restaurant gescheitert ist und er in Schulden gestürzt ist. Sein aktuelles Geschäft besteht darin, letzte Mahlzeiten für wohlhabende Kunden zu kochen. In einem Rückblick florierte das Restaurant und war für seine authentischen Aromen bekannt. Sasakis Perfektionismus führte jedoch dazu, dass viele Gerichte, die seinen hohen Standards nicht genügten, verworfen wurden. Dies schuf ein toxisches Arbeitsumfeld, das dazu führte, dass die Mitarbeiter ihn ablehnten und schließlich wollte niemand mehr mit ihm arbeiten. Der Niedergang seines einst erfolgreichen Restaurants wurde zu einem Wendepunkt in Sasakis Leben. In dieser Nacht erhält Sasaki einen Anruf von einem Agenten, der ihn bittet, nach China zu kommen, um das letzte Gericht für eine wichtige Person zu kochen. Sie bieten ihm 3 Millionen Yen für ein einziges Gericht, ein Angebot, das Sasaki nicht ablehnen kann. Am nächsten Tag landet er in Peking und trifft die besagte wichtige Person. Es handelt sich um einen alten Mann namens Sai Mai-yo, einen von jedem chinesischen Künstler respektierten Koch, der während des Zweiten Weltkriegs für Generäle und Kaiser kochte und als Legende der ostasiatischen und europäischen Küche gilt. Sasaki ist verwirrt, als Yo ihn bittet, seine letzte Mahlzeit zu kochen, anstatt es selbst zu tun. Der Mann stellt sich vor und enthüllt, dass sein Lehrer Taro ihm alles beigebracht hat, was er weiß. Taro spielte eine entscheidende Rolle in der Gestaltung von Yos Karriere während ihrer Zeit in der Mandschurei während des Zweiten Weltkriegs. Damals kreierten sie 112 Gerichte mit unterschiedlichen Aromen und vielfältigen Kochtechniken, die zu seltenen Delikatessen der Welt wurden. Leider sind die Rezepte verschwunden und Taros Aufenthaltsort ist unbekannt. Dennoch glaubt Yo, dass Taros Rezeptbuch noch existiert. Sasaki wird beauftragt, das Buch zu finden und diese Gerichte nachzukutschen. Der Haken? Eine stattliche Entschädigung von 50 Millionen Yen erwartet ihn. Dieses Geld könnte alle Schulden von Sasaki tilgen. Unsicher angesichts der anspruchsvollen Aufgabe wendet sich Sasaki an Kens örtliches Restaurant mit den 3 Millionen Yen, die er als Vorschuss erhalten hat, um Rat, ob er diese Quest annehmen soll. Als guter Freund gibt ihm Ken grünes Licht, die Aufgabe anzunehmen, denn selbst wenn er scheitert, hat er nichts zu verlieren. Am nächsten Tag geht Sasaki zu einem Regierungsamt und schaut sich nun Taros Ahnen an. Er entdeckt, dass der Mann 1964 in den Ruhestand ging, aber niemand weiß, was nach diesem Zeitpunkt mit ihm geschah. Während er durch die Seiten blättert, fällt ihm jemand namens Tatsumi auf, der anscheinend ein enger Freund von Naotaro war und möglicherweise seinen Aufenthaltsort kennt. In der nächsten Szene macht sich Sasaki auf den Weg zu Tatsumis Haus, nur um festzustellen, dass Tatsumi seit über einem Jahrzehnt verstorben ist. Tatsumis Frau gibt Sasaki jedoch die Adresse eines anderen Mannes, der ihm möglicherweise helfen könnte, Kamata. Kamata, einst Taros Assistent in der Mandschurei, lebt nun in einem abgelegenen Gebirge und führt ein bescheidenes Restaurant. Obwohl Kamata das Rezeptbuch nicht besitzt, bietet er an, zu teilen, wie die Rezepte entstanden sind. Die Geschichte führt uns zurück ins Jahr 1933, als Naotaro zusammen mit seiner Frau Chizu und dem jungen Kamata ihr Debüt in der Mandschurei feierte. Eine Einberufung eines japanischen Armeegenerals brachte sie dorthin, da Naotaros Expertise gefragt war, um die exquisitesten Delikatessen zu kreieren.
Die Aufgabe bestand darin, ein Meisterwerk für den bevorstehenden Besuch des Kaisers zu schaffen, der in wenigen Monaten stattfinden sollte. Nun erhielt Taro seine private Küche, ausgestattet mit allen notwendigen Zutaten und Werkzeugen. Sie wurden auch einem chinesischen Helfer namens Yo vorgestellt, der sich als niemand anders als der alte Mann herausstellte, jetzt ein im Ruhestand befindlicher weltberühmter Koch. Sasaki ist überrascht, als er Yos Identität erfährt. Am ersten Tag war Yo ziemlich arrogant und behauptete, die Japaner könnten nicht mit den Fähigkeiten der Mandschurie mithalten. Naotaro nimmt jedoch keine Anstoß daran. Stattdessen fordert er Yo auf, etwas für die Familie zu kochen, und weist seine Bemerkungen mit einem einfachen »Halt den Mund und koch, du Bauer« zurück. Yo beeindruckt alle mit einem Wassermelonengericht und Naotaro dupliziert es mühelos, was seine außergewöhnliche Geschmackserinnerung zeigt. Sie arbeiten zusammen und kreieren eine köstliche mandschurische Frühlingsrolle. Schnell voraus, Kamata repliziert es für Sasaki, der vorschlägt, das Salz zu reduzieren, in Erinnerung an Naotaros Kritik. In der Mandschurei kreieren Naotaro, Chizu und das Team 112 Gerichte und führen das Konzept ein, sie den vier Jahreszeiten zuzuordnen. Die Wand zeigt ihre vielfältigen Kreationen. Naotaro steht vor der Herausforderung, außergewöhnliche Gerichte zu erkennen und durchschnittliche zu verwerfen, was zu einer Montage von Experimenten führt. Bis dahin hatte Naotaro nur seinem eigenen Können vertraut und Zweifel daran gehegt, ob Yo und Kamata großartige Ideen beitragen könnten. Chizu versteht, dass es entscheidend ist, diese Arroganz loszulassen, damit sie in ihrer Reise erfolgreich sein können. Ein paar Tage später bringt Chizu das Kind zur Welt, stirbt jedoch kurz danach tragisch. Nicht einmal eine Stunde später entdeckt der Chefkoch Naotaro in der Küche, wie er etwas kocht. Ihn des Herzlosen beschuldigend, enthüllt Naotaro, dass er Chizus Lieblingsgericht zubereitet. Zu ihrer Erinnerung teilen sie ein Festmahl. Nun liegt die Verantwortung, seine neugeborene Tochter großzuziehen, allein auf Naotaros Schultern. In der Gegenwart unterbricht Kamata seine Erzählung und gibt Sasaki die Adresse eines russischen Mannes namens Josef. Um mehr zu erfahren, muss Sasaki zu ihm gehen. Bei seiner Ankunft in Josefs Restaurant entdeckt er, dass Josef verstorben ist, aber sein Sohn Robert bereit ist, die Details zu teilen. Robert und Naotaros Tochter Misa waren zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte beste Freunde. Bei einer Veranstaltung wird Naotaro zu einem Kochen für eine jüdische Austauschparty gerufen, bei der er Josef trifft. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem Robert und Misa zum ersten Mal aufeinandertreffen. Anfangs mit Unterschieden, beeindruckt Naotaro Josef schließlich mit seinem nicht traditionellen Kohlrouladengericht, das Elemente aus Russland, Japan und China kombiniert. Es wird zu einem perfekten Gericht, um Menschen aus diesen Nationen zu vereinen. Dieser Moment markierte den Beginn der dauerhaften Freundschaft zwischen Naotaro und Josef. In der Gegenwart präsentiert Sasaki das Kohlgericht, das Josefs Restaurant weiterhin serviert, und wieder einmal ist er von Naotaros Können beeindruckt. Nachdem er die Aromen genossen hat, kann Sasaki nicht anders, als nach dem Verbleib des Rezeptbuchs mit den 112 Gerichten zu fragen. Robert enthüllt eine Geschichte aus der Vergangenheit. Naotaro war an einem Nachmittag zu Josef geeilt und hatte ihm in Eile das Rezeptbuch zusammen mit einem Brief anvertraut. Zu dieser Zeit wimmelte es in der Mandschurei von Spionen verschiedener kommunistischer Parteien. Naotaro wurde darüber informiert, dass Yo, ihr vertrauenswürdiger Begleiter, beschuldigt wurde, ein chinesischer Spion zu sein. Angeblich überwachte Yo sie nicht nur, sondern verkaufte auch ihre kostbaren Rezepte an Außenstehende. Der Verrat war ein schwerer Schlag, der Naotaro dazu veranlasste, Yo von der Basis zu verweisen und ihm streng zu befehlen, niemals zurückzukehren. Die Enthüllung fügt der Geschichte eine Schicht von Komplexität hinzu und zeigt den Spionage- und Verratsschatten, die sich während ihrer Zeit in der Mandschurei abspielten. Sasaki ist schockiert, als er realisiert, dass die Person, die er zu Beginn dieser Reise getroffen hat, der vermeintliche Bösewicht war. Allerdings wirft Robert eine weitere Bombe. Er enthüllt, dass Naotaro Josef gebeten hatte, das Rezeptbuch an Yo zu übergeben. Das bedeutet, dass der alte Mann die Rezepte die ganze Zeit hatte, und dennoch ließ er Sasaki all diese Mühen durchlaufen, um es zu finden. Endlich die Puzzleteile zusammenfügend, konfrontiert Sasaki Yo und fordert den letzten Teil des Rätsels zu erfahren. Yo behauptet weiterhin, dass er die Rezepte nicht hat, und drängt Sasaki dazu, den letzten Brief von Naotaro zu lesen. In dem Brief enthüllt Naotaro eine schockende Wahrheit. Er wurde beauftragt, den japanischen Kaiser während seines Besuchs in ihrer Einrichtung zu vergiften.
Der Armeegeneral wird für diesen finsteren Plan großzügig entlohnt und macht Naotaro dasselbe Angebot. Wenn der Plan gelingt, werden sie die Schuld auf Yo schieben und ihn als den Giftmischer darstellen, weil er Chinese ist. Um dem Verrat noch die Krone aufzusetzen, stellt sich heraus, dass Kamata, der Teil von Naotaros Team war, ein japanischer Spion ist, der entsandt wurde, um Naotaro und die Gruppe genau im Auge zu behalten. Mit einem Angebot, dem er nicht widerstehen kann, wirft Naotaro Yo aus der Einrichtung, um sein eigenes Leben zu retten. Der hartnäckige General setzt jedoch weiterhin Druck auf Naotaro, für den Kaiser zu kochen und das Essen zu vergiften. In der Nacht vor dem Prozess kopiert Naotaro ein zweites Rezeptbuch und übergibt es Josef. Am Tag des Prozesses verbrennt er das Original, was den General wütend macht, während sein finsterer Plan sich entfaltet. In der Folge findet sich Naotaro im Gefängnis wieder und sucht nach Vergebung. Kamata versucht, seinen Meister zu befreien, aber bevor er Erfolg hat, erschießt der General Naotaro. Seine Tochter Misa bleibt in der Obhut des Chefkochs, der sie wie seine eigene Tochter behandelt. Mit dem Ausbruch des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges bringt er seinen Sohn und Misa nach Japan, um ihre Leben inmitten der tumultartigen Zeiten zu schützen. Yo enthüllt, dass er Verbindungen zu einflussreichen japanischen Persönlichkeiten aufgebaut hat und dabei erfolgreich war. Kamata hingegen zieht in den Krieg. Mehrere Jahre später treffen sie sich wieder und begeben sich auf die Suche nach Misa, erkennend, dass sie die wahre Erbin des Rezeptbuchs ist. Sie finden Misa, die immer noch in der Obhut des Chefkochs und seines Sohnes ist, den sie liebevoll ihren älteren Bruder nennt. Misa, jetzt selbst Mutter, hat einen kleinen Sohn, aber ihr Mann wird als verstorben entdeckt. Nachdem sie vom Schicksal ihres Vaters erfahren hat, bricht Misa in Tränen aus und gibt ein herzergreifendes Versprechen ab, ein Restaurant zu eröffnen, das Naotaros Rezepte verwendet, um seiner Erinnerung zu ehren. Tragödie trifft am Tag der Eröffnung des Restaurants ein, als ein Feuer ausbricht. In einem heroischen Versuch, das kostbare Rezeptbuch zu retten, verliert Misa ihr Leben. Ihr armer Sohn ruft nach seiner Mutter, aber sie kehrt nie zurück. Wunderbarerweise bleibt das Rezeptbuch von den Flammen verschont. In der Folge gründet Misas älterer Bruder, der die Verantwortung für ihren Sohn übernimmt, ein Kinderheim für weniger privilegierte Kinder. Sasaki wird klar, dass das Kind niemand anders als er selbst ist, Naotaros Enkel und Misas Sohn, der seine Familie verloren hat, aber von seinem Onkel in einem Kinderheim aufgezogen wurde. Yo orchestratierte diese Mission, um Sasaki dabei zu helfen, die Geschichte der Kunst in seiner Familie durch Forschung zu entwirren. Am Ende, weil der Direktor wusste, dass Sasaki der rechtmäßige Erbe ist, wollte er ihn treffen, bevor er starb. Anstatt das Rezeptbuch sofort zu erhalten, begibt sich Sasaki auf eine Reise um die Welt und verdient dabei satte 50 Millionen Dollar. Letztendlich scheint es, als hätte er die richtige Entscheidung getroffen. Die abschließenden Szenen zeigen Sasakis Rückkehr zum Kinderheim, wo er Respekt am Schrein seines Onkels zollt. Schließlich erhält er das Rezeptbuch und entdeckt Bilder seiner Familie in seinen Seiten, trotz des Widerstands seines Onkels, der nicht wollte, dass er Koch wird, aufgrund der familiären Probleme mit der Essenssucht, ehrt Sasaki in der letzten Szene seinen Großvater, indem er dessen Gerichte für die Kinder in der Einrichtung nachkocht.